kann auf ein Kreuzfahrtschiff gehen als Tourist oder man kann jetzt zu uns kommen, zu dem Weltpokal. Hier gibt es wirklich die Synergie der Freundschaften und das Thema Freundschaft und Werte. Und das ist das, was uns miteinander ausmacht. Und das ist der Spirit, den wir pflegen. Ich finde, Matthias hatte ein Händchen. Er schafft es einfach, Menschen da zusammenzubringen. Die sind herzlich. Also ich denke, dass die Leute einfach spannend sind. Viel entspannter, aber auch in dem Umgang, wenn man auf dem Schiff ist, weil mal das Handy aus ist, weil die Kommunikation einfach freier ist, weil die alle ein bisschen weg vom Business sind. Und insofern ist das ein grundlegendes Erlebnis, was nachhaltig ist. Mein Name ist Dave van de Kalp, ich bin hier der Kapitän, mache das seit vielen Jahren und bin irgendwann vor vielen, vielen Jahren da aus Versehen reingerutscht. Mein Job ist es, im Steuer auszusitzen und blöd vorauszugucken und zu sorgen, dass ihr heile wieder ankommt. Ich wollte euch auch im Namen der ganzen Crew ganz, ganz herzlich willkommen heißen an Bord von den Tolkien. Natürlich das schönste und schnellste Schiff von der ganzen Ostsee. So, muss man mit noch wahr machen. Tolkien ist ein Zweimast-Topsegelschoner. Einer von den schnelleren Segelschiffen hier in die Ostsee. Schoner, weil der hintere Mast länger ist als der vordere Mast. Und es ist in die 60er Jahre als Schlepper in die Fahrt gekommen in Rostock. Hat jahrelang als Schlepper da Dienst getan und wo das dann aus die Fahrt genommen worden ist und zur Verschrottung eigentlich am Kai gelegt, hat der jetzige Eigner alles, was mit Schlepperei zu tun hatte, abgebrochen, ausgeräumt und von der Hülle, die übrig blieb, hat er ein sehr schönes, schnittiges Segelschiff gemacht. Naja, es ist zunächst einmal beengt, es ist begrenzter Raum und trotzdem unendliche Weite. Das ist ein Erlebnis, das muss man erlebt haben, kann man ganz schwer beschreiben. Wenn man das Schiff von außen sieht, sind die Linien harmonisch. Man denkt immer an ein historisches Segelboot. Und alleine der Anblick von diesem Schiff da zu sitzen, hat bei mir eigentlich schon dazu geführt, dass ich da schon gut vorbereitet war und runterkam. Alle waren sehr, sehr nett, auch wenn ein paar Alte hier dabei waren. Aber die Alten haben ja eigentlich die meiste Erfahrung, wie man so sagt. Weil sie hatten ja schon viel erlebt. Die Vorträge an Bord sind immer sehr interessant. Mhm. Die erweitern auch meinen Horizont, muss ich mal sagen, weil du kriegst dort Dinge vorgetragen, die du normal, zu denen du normal nicht so kommst.
Arbeit gegeben? Ja, ja, beide sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant. Und eine ist ein bisschen mehr Doing und die andere ein bisschen mehr Zukunft natürlich. Ist klar, alle Zukunftsthemen sind immer neugierig, weil es sehr, sehr branchenübergreifend ist, sehr interessant. Gerade an solche Leute wie Sven kommst du ja im Normalfall gar nicht ran. Ja. Wenn er so einen Vortrag hält und du siehst es selbst im Tagesgeschäft, kommst viel zu wenig dazu, mal über den Tellerrand, über den Horizont hinaus zu gucken, mal Dinge zu begreifen und zu verstehen. Da ist das hier eine hervorragende Runde, ganz locker easy, du bist nicht im Tagesgeschäft und kannst mal Dinge wahrnehmen, aufnehmen und wie schon gesagt über den Tellerrand hinaus gucken und mal ein Spiegelbild deiner selbst sehen. Seminare haben mir auch so sehr gut gefallen, also vor allem vom Sven, weil der hat eigentlich das interessanteste Seminar für mich gemacht. Die Anlegemanöver in Ort, kann ich mal sagen, nicht ein Anlegemanöver, die ich jeden Tag machen möchte. Das war sehr spannend. Der Hafenmeister hat Schwierigkeiten mit Zahlen. Die Platz, die wir eigentlich auch gebraucht hätten, hat er zwei Sportboote hingelegt. Weil die im Weg waren, war der Platz dann doch echt sehr, sehr knapp. Also ich war mit das Hinterschiff, mit dem Beiboot, war ich über ein anderes Schiff, wobei wir vorne mit den Kette vom Wasserstag an einen Pfahl lang geschraubt sind. Da ist keine Schaden weiter gewesen, aber das war, also knapper wird es kaum und würde ich erst auch mal nicht nochmal so machen. Ja. Wir haben sehr gutes Essen bekommen. Also es war jetzt nichts, wo man sagen kann, dass es vielleicht exklusiv 5-Sterne-Küche war. Das habe ich gar nicht erwartet, muss ich auch gar nicht haben. Aber das, was hier gekocht wurde, das hat so gut geschmeckt, wirklich auch. Und ich fand auch die Kombination sehr gut. Es gab ein gutes Frühstück. Jeder konnte sich das nehmen, was er haben möchte, was leicht ist. Man konnte auch vielleicht das eine oder andere Deftige bekommen gleich zum Frühstück. Mittags eine Kombination aus schmackhaft und leicht. Also nie irgendwie, dass man das Gefühl hatte nach dem Mittagessen, ich bin müde, ich mag nicht mehr. Es hat eher was, es hat Energie gegeben wieder. Und dann abends haben wir dann schon etwas exklusiver essen dürfen hier, war sehr schmackhaft und ja, also alles in allem rundherum perfekt ist das gewesen. Ja. Essen ist fertig! Hier unter diesen Bedingungen, die Küche ist ja nun so groß nicht, Kombüse sollte ich sagen, ein derartig gutes Essen zu zaubern, ist von unserem Koch Heino eine herausragende Leistung. Er hat hier noch keinen Applaus angenommen, aber er gebührt ihm allemal. Das war hervorragend vorbereitet. Also es gibt ja hier eine richtig tolle Bordcrew, die das richtig super macht. Ne? Das ist ja die halbe Miete, wenn du das Gefühl hast, dass es mit dem Personal unaufdringlich, aber flüssig funktioniert. Das ist natürlich genial. Ne? Ich wusste überhaupt nicht, was ich da gerade tue, aber ich habe es einfach gemacht, weil es mir gesagt wurde und was einfach spaßig war, das mit den anderen gemeinsam zu tun, ist das Faszinierende gewesen. Also ein Schiff, die, was natürlich Spaß machte, ist das Mitmachen, weil das Schiff segelt nicht von alleine. Bei der Komplexibilität von so einem Tauschschiff auch
ein bisschen dazu zu lernen. Ein oder zwei neue Segelbegriffe habe ich in der Tour gelernt. So, you know, I think I got the backboard und Steuerboard endlich mal richtig. Wollen Sie erst gar nicht sagen. Ja, das ja, ja, wenn es geheim eigentlich. 30 Jahre sind ja nur eine Zeit. Das war für uns eigentlich eine Ehre, mit euch gemeinsam da den Tag zu begehen. Ja. Das war für mich auch mit ein Highlight dieser Reise, überhaupt die Anreise, also auf diesem Planwagen, dann auf Festland zu sein und diese Weite zu haben, diese schöne Landschaft auch, die wir dort erlebt haben, und dann auf dem Flughafen zu sein und Jörgs Welt zu erleben, das hat mich höchst begeistert. Wir haben uns sehr gefreut, auch ihn mal wieder zu sehen, auch das mal live zu erleben bei ihm. Man muss einfach sagen, war genial, auch seine Flüge, seine Kunststücke, die er vollführen kann. Einzigartig, kann ich das auch sagen. Der hat da ja einen Wahnsinns-Fuhrpark aufgebaut von John Deere. Und ja. Ich glaube, das ist einzigartig. Ich glaube nicht, dass es noch jemand gibt, der so viele und so gut erhaltene Traktoren hat wie er. Das war ja gestern ein Treckerfahrt. Ich bin noch nie Trecker gefahren. Den kann ich mich und nur anschließen. Das hat so Spaß gemacht, ja. Den kann ich mich auch nur anschließen. Auch ich das erste Mal viele Autos gefahren, LKWs etc., PKWs aller Marken. Und, aber eins habe ich noch nicht gemacht. Treckerfahren. Ja, schön. So, die Traktorfahrt hat mich ein bisschen an meine Jugend erinnert. Große weite Welt und schöne Fläche. Schon erstaunlich, dass Jörg so viel Mut hat, dieses Projekt da durchzuziehen. Es ist schon ein bisschen einsames Leben da draußen. Aber der macht das mit einer sehr großen Professionalität und Leidenschaft. Aber Susanne ist natürlich Trecker gefahren. Das hat natürlich auch den Ausschlag gegeben. Also wenn Susanne schon Trecker fährt, dann muss ich Hubschrauber fliegen. Landschaft bis ans Meer, das ist ja das Faszinierende hier an der Ostsee, dass man wirklich den Wald bis ans Wasser hat, dass man die Felder bis ans Wasser hat und von oben die Strukturen, die man so erkennen konnte, die Farben, die man wahrnehmen konnte, das war wirklich traumhaft. Dass die beiden das da so alleine betreiben, bei der ganzen Größe und bei dem Ganzen, was da an Arbeit ansteht, vom Heu einfahren für die eigenen Tiere bis selber schlachten, ne, wenn man Fleisch braucht, also das ist schon enorm, ne, was sie auf dem Pensum alleine machen. Also.
Ja, was sagt man mal erstmal? Herzlich willkommen natürlich hier im schönen Warnemünde. Und deswegen erstmal ganz herzlich zum Anstoßen. Sehr zum Wohl, also gutes Gelingen. Sehr zum Wohl. Zum Wohl. Der Jens hat mich eingeladen und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Aber so, ich ahne es langsam und bin ich sehr neugierig. Und Wasser ist mein Element, deshalb freue ich mich. Also der berühmte Ausdruck, die Mischung macht's, im wahrsten Sinne des Wortes, genau das widerspiegelt sich hier. Sind ja Persönlichkeiten aus unterschiedlichsten Ebenen, die sich vorher zum größten Teil noch gar nicht kannten und sich heute nur zum ersten Mal begegnen. Und man sofort merkt, dass es da nicht irgendwelche Barrieren gibt, sondern sofort eine Brücke geschlagen wird. Ich freue mich auf viel, viel Spaß. Ich war ganz zu Anfang schon dabei, als es noch Sachsen-Sale war. Und ich ziehe meinen Hut davor, dass er das tatsächlich durchgezogen hat bis heute und niemals aufgegeben hat. Ich komme aus der Szene, ich weiß, dass es nicht so einfach ist, sowas immer wieder zu veranstalten und immer wieder Leute dazu zu kriegen. Und es sind immer interessante Leute. Und ich denke mal, wir haben keinen rauen Seegang morgen. Und insofern werden wir gute Gespräche haben und viel Spaß haben. Und darauf freue ich mich ganz einfach. Erwarte Überraschung. Ich will mich überraschen lassen und auch das, was ich so erzählt bekomme von der Umgebung, ich finde es so großartig, dass ich mich einfach nur darauf freue und tatsächlich, ich nehme alles, was kommt. Ich habe keine konkrete Vorstellung, aber ich freue mich darauf. Das ist das Wichtigste. And today we could be in Mallorca or in south of Italy. I mean the weather and it's incredible. It's first time in Rostock and the light is from the north. It's so exciting. Die hatten viel Crew und die wussten, was sie machen. Naja, okay, es ist, ich wusste nicht am Ende, you know, welches Schiff wirklich welche technische Fähigkeit hat gegenüber den anderen, aber die andere Schiff aufgrund der Crewmenge hat schon so ein bisschen Eindruck gemacht, dass man sagt, okay, da müssen wir uns anstrengen. Ich erwarte vielleicht einmal Glück, dass wir einen guten Wind haben. Dann macht es mehr Spaß. Der erste Eindruck war, mein Gott, sollen wir gegen die gewinnen? Haben wir da eine Chance? Weil die sahen total überall stand Crew drauf und dann habe ich gedacht, oh Gott, das sind alte Hasen. Jeder möchte natürlich auf dem Siegerschiff sein. Einmal hat es die Santa Barbara Anna schon geschafft. Das war, glaube ich, auch die Tolkien, die sie damals geschlagen hat, weil die sich versegelt hat. Ja. Vielleicht kriegen wir das ja wieder hin, ne? In life, you know, when you have a foundation, it's like having a boat. You need good wind, support from friends and a good team to sail. I think
I have all these items and it's going to be a lot of fun to be here. Das heißt, wir fahren hier raus und dann um dieses Gebiet rum, das ist die Zone, die man nicht befahren darf, bis etwa hierhin, setzen da dabei die Segel, segeln dann den Pokal aus mit Start hier auf dieser Linie bis zu dieser Tonne. Wenn uns der Wind treu bleibt, machen wir da eine Wende und fahren zurück. Das ist dann das Ziel. Wer die als Erster erreicht hat, darf diesen Globus mit nach Hause nehmen. Meine Spione ein bisschen was erfahren lassen. Also dieses Schiff soll leichter sein und wendiger. Seine Segel kann man auch kreuzen mit dem und mit dem anderen nicht. Aber ich werde mir Mühe geben, dass wir mit der Mannschaft mit gutem Willen, dass wir das vorwärts kommen und vielleicht hoffentlich den Pokal bekommen. I think sailing without a whiz wind. But with friends is very important. And I'm very sorry that this regatta and the prize will most probably be ours.
Größer. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, da drüben auf dem Schiff, was Erster sein wollte. Was machen die denn eigentlich? Jetzt weiß ich, die wollten gar nicht gewinnen, die wollten klettern. Genau. Also es ist wirklich beachtlich, was die Santa Barbara Anna geleistet hat. Ja. Sprengte Kompetenz. Genau. Es gab drei kleinere Vorfälle, will ich jetzt nicht alle aufzählen, das dauert zu lange. Auf der Tolkien, dafür müssen wir den leider 10 Minuten Zeit abknöpfen, von der Zeitdifferenz, die es gibt. Und dann, wie gesagt, der Problempunkt, dass sie keinen in den Mast geschickt haben. Insofern, weil keiner im Mast war, müssen wir der Tolkien nochmal 38 Minuten abziehen. Jetzt kommt das Ding ja ins Ende. Das heißt also, von eurer vorgelegten Zeit gehen insgesamt 48 Minuten ab. Da ihr aber 51 Minuten vor uns im Ziel wart, habt ihr also mit 3 Minuten ganz knapp. Insofern darf ich der Santa Barbara Anna mit ihrem Ehrenkapitän Gojko Minic. Gojko Mitic. Bis vorhin habe ich es noch gewusst. Ja, es war so. Aber du bist älter, ne? Ja. Du weißt. Ja, ich weiß. Ja, du bist älter. Also herzlichen Glückwunsch zum 2. Platz. Wir haben uns Mühe gegeben, aber wir haben sie siegen lassen, verstehst du? Das war Absicht von uns. Und zum Gewinner des Goldpokals oder des Weltpokals ist es ja. Golden ist er umrahmt, die Weltkugel ist drin. Und diesen Pokal hat in diesem Jahr dann die Santa Barbara Anna, muss es leider zugeben, es ist mit den 3 Minuten nichts mehr zu knicken. Diesen Pokal
hat die Tolkien mit ihrem Kapitän Igor Ustinov gewonnen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Halt ihn im Ehren. So. Und dann nochmal ein brausender okay. Beifall für den ersten Platz. Es war schön, überhaupt nicht das Thema Gewinner war. Wir haben das mit viel Humor und viel Esprit mitgenommen. Ich glaube, das war das Schönste, Esprit. Dass wir drüber gucken, dass es nicht so wichtig war, wer war im Rennen, wer war Gewinner. Aber das war schön, einfach übereinander ein bisschen gemeinsam sich zu amüsieren. Das haben wir von vornherein gesagt. Gewinner sind hier alle. Jeder, der hier dabei ist, darf sich als Gewinner bezeichnen. Sieger kann bei zwei Schiffen am Ende nur einer sein. Und deswegen haben wir ja dann so eine kleine Geschichte eingebaut. Als Gag natürlich mit dieser Sache auf den Mast klettern. Aber das war ein Spaß. Und genauso soll es sein. Ich bin über die vielen zufriedenen Gesichter und ich sehe ja hier nur strahlende Gesichter, bin ich sehr, sehr glücklich. Wir haben uns Spaß gemacht, es hat Spaß gemacht, wir haben unseren eigenen Spaß gemacht, weil wir gewusst haben, wir verlieren, aber gut, war okay. Und eine gute Mannschaft und wir haben viel gelernt. Eigentlich mal spannend, weil das mit kleineren Schiffen stattfand und vor allen Dingen, weil es eine kürzere Tour war, dass man auch mal vom Business mal eine Auszeit nehmen kann. Und hier natürlich viele bekannte und auch unbekannte Leute wieder kennenlernt. Und das ist eigentlich meine Erwartung gewesen und die hat sich voll erfüllt. Wir haben in der Woche so viel gelacht auch und das hat so befreit in ganz vielen Sachen. Und das Zuhause ging immer weiter weg. Sag mal, die Gedanken jobmäßig, ob man jetzt Probleme hatte oder viel Stress hatte, das wurde immer mit jedem Meter, den wir auf dem Meer waren, wird das weniger. We had a lot of fun, we had a lot to drink. And suddenly we were told that we won. I think if everything was like that in life, it would be a paradise. Allerschönste für mich ist das Feedback von denjenigen Rekrutierten sozusagen zu erhalten, die wir dafür geworben haben. Und wo ein Großteil von mir sofort spontan gesagt hat, wir kommen wieder, beim nächsten Mal sind wir mit dabei. Was kann ein schönerer Dank sein? Ist doch ganz toll. Aber es war letztendlich eine wunderschöne Mischung und eine Ansammlung von Leuten, die sicherlich im täglichen Leben vielleicht schwieriger dran zu kommen. Viel branchenübergreifende Leute, wo man vielleicht nicht so viel Kontakt im normalen Berufsleben oder im Geschäftszweig hat. Zwei Punkte. Ich habe interessante Menschen getroffen, die ich auch in Zukunft weiter treffen werde. Und ich habe mich richtig entspannt. Okay. Ein wunderbarer Tag. Man hat viele nette Menschen kennengelernt. Schöne Begegnungen. Ja, was will man mehr? Ob ich eine solche Reise wieder machen würde? Ja. Ob ich eine Reise mitmachen würde, die von Matthias Wagner initiiert ist? Definitiv ja. Ich muss, wenn mein Kalender mir zulässt, sehe ich zu, dass ich war. Aber ich hätte persönlich einen Wunsch, den Wunsch wiederzukommen. Und diese Reise wäre niemals so faszinierend gewesen, wenn jetzt irgendeiner von uns derjenige gewesen wäre, der alle eingeladen hätte und auf seinem Luxusschiff diese Reise möglich gemacht hätte. Das Faszinierende daran finde ich, dass wir alle unser Geld zusammengelegt haben. Im einen Organisator, Matthias, der das organisiert hat. Wir haben das Geld auf den Haufen gelegt und alle gemeinsam dafür gesorgt, dass wir das hier haben dürfen. Und das macht es für mich aus. Gibt es einen Tipp von dir vielleicht für jemanden, der das
im nächsten Jahr zum ersten Mal macht und zum ersten Mal auf einem Segelboot ist? Ja, macht es in jedem Fall, das muss ich jetzt genauso sagen, kommt vorbei. Auch wenn ihr manchmal nicht wisst, ach Mensch, wie geht mein Leben weiter oder so. Hier kann man sich Inspiration holen, hier kann man zu sich kommen, um dann nochmal total neu durchzustarten. Also seid dabei in jedem Fall und selbst wenn ihr denkt, ach ich werde seekrank, werdet ihr nicht, klebt euch so ein Pflasterchen hinter das Ohr und dann habt ihr nur positive Erlebnisse. Also macht mit, das nächste Mal auf jeden Fall.